Hallo und herzlich willkommen zurück zum 1337 Gaming. Heute eine Runde Hearthstone. Ich habe mir jetzt mit Spielpunkten Arena freigeschalten und bin gerade am Deck zusammenstellen und habe mich gerade entschieden, das einfach mal aufzunehmen. Mal gucken, wie das läuft. Ich nehme auf jeden Fall Spotter mit. Das ist wichtig. Ja, ihr seht ja selber, was die Karten bringen, das muss ich jetzt nicht immer erklären, sonst rede ich mir hier dumm und deppert. Also Spott muss auf jeden Fall angegriffen werden. Also bevor er mich, also meinen Charakter oder andere Einheiten attackieren muss, muss er immer die mit Spott angreifen. Vielleicht eine mit der Winzer, das ist stark. Der ist auch gut. Ich bleib definitiv bei billigen Einheiten. Ich das nochmal. Alle drei kosten 1 mehr. Aber damit könnte ich dann die Invasion starten, wenn ich die 2 Millionen habe. Das ist auf jeden Fall. Sollen wir eine gute 7, ne? Das ist stark. Krass, ich kriege gerade richtig gute Karten. Also Windzorn sind 2 Angriffe pro Runde. Lol. Eure Diener kosten 3 Mana mehr. Seriously. Gut, am Fall plus 3 Angriff. Alle anderen machen plus 3 Angriff. Das ist sehr interessant. Die ist eigentlich auch stark. Ich will jetzt mal den.
So, das ist mein Deck. Ihr habt es jetzt gesehen, vielleicht habe ich teilweise ein bisschen schnell aus... hier ausgewählt, aber... In Game sehen wir es nochmal, bevor ich das jetzt alles erkläre. Spielen wir lieber, würde ich sagen. So, jetzt schaue ich mal, dass ich ein paar Games gewinne. Ich habe auf jeden Fall einmal Kampfhaus dabei, das war mir sehr wichtig, das beim Schamanen. Thrall gegen Malfurion. Ich muss die Wildnis schützen. Eure Zeit ist gekommen. Okay, kann ich ja nicht alle lassen, das billigsten. Die ist halt richtig geil. Dann nehme ich die hier vor und dann die, dann bringe ich die. Ich glaube, das ist gerade, wenn ich legt euch nicht mit Zahler an. Oh, starke Karte, wo er liegt. Zeit für ein bisschen Blut vergießen. Schilde hoch! Ich gehe jetzt mal, dass ich ihn ziemlich poken kann, dass ich ihn vielleicht damit eine Kampffrosch-Kombo zerfetzen kann. Ich frage mich, ob... Den hebe ich mir mal auf. Den bringe ich jetzt. Lol. Okay. WTF. Der haut da mit einer Kombo meine Einheiten weg. Ich habe gedacht, ich habe jetzt richtig gute Karten, also richtig gute Chancen. Das zerreißt mir gerade mein komplettes Game irgendwie. Boah, Verstohlenheit ist immer sehr assi. Den muss ich Winston geben. Wenn ich noch bis dahin komme. Was tun? Weil Verstohlenheit kann man nicht angreifen, bevor er angreift. Er würde es aber, denke ich, angreifen.
Ist das ein Zauber, wenn ich meinen Freunden Windzorn gebe? Ich muss das Land bewachen. Der nimmt mir wieder auseinander. Ja, auf jeden Fall muss ich den weghauen. So, jetzt war es das aber erst mit dem Rumgekaschel hier. Kleiner Nappel. Ist halt geil. Ich habe jetzt hier die 9er Karte liegen. Jetzt werde ich die mit Windzorn spielen. Mache ich 2 Attacken auf ihn, 18 Damage. Wenn ich mit der ein bisschen Glück habe, zerstöre ich da den so gut wie fast komplett. Ich weiß jetzt nicht so, was er machen soll. Die Macht der Winde. Gut gespielt. Bitte. Ah, da kriege ich nicht alle weg. Sehr doof jetzt. Ja, mit denen hier kann ich 2-mal attacken jetzt. So, das Game könnte jetzt der Win Nummer 1 sein in der Arena. Aber er hat noch... Wow, what the hell, der Spieler, die absolute Killer-Einheit. What the fuck. Geht hinter mir in Deckung. Auf in den Krieg. Ich muss den Diener mit Spott angreifen. Krass. Weiß ich jetzt noch nicht, wie ich den töten soll. Warten wir mal nächste Runde ab. Vielleicht spiele ich jetzt ein paar Einheiten und ich kann mit denen dann dieben, wenn ich Glück habe. Ich denke nicht, dass er mit denen attacken wird. Okay. Er holt sich. Nächste Runde hat er dann 11 Mana. Zieht eine Karte, ihr könnt 10 Mana in eurer Leiste haben. Aufgepasst! Okay. Okay. Der haut jetzt meinen Spotter weg. Wird sich jetzt wieder healen? Wow! Das ist ja seriously, also. Auf in den Krieg!
Ich finde, er hat im Moment die bessere Situation. Ich bin bereit zu machen. Die Karte rettet ihn jetzt das komplette Spiel. Selbst in der Natur. Was ihr wolle! Das war's. Ein total knappes Spiel. Jetzt sieht es für mich sogar einigermaßen gut aus. Oh, der Wichser, der Wichser! Wow! Hey, der, also dieses Glück, das ist nicht verständlich für mich. Also unnormalste Scheiße. Echt. Er kriegt auch noch meinen Spotter, warum nicht mein Totem? Süßli. Ja, schon klar. Ich bin bereit zu lernen. Ich weiß nicht, wie man so viel Glück haben kann. Also zugespammt mit guten Karten. Ja, natürlich. Pack mehr aus, du kleiner Penis. So ein dämlicher Faggot, Alter. Naja, dann fliegt die wenigstens selber. Elemente, zeigt mir den Weg. Naja, was soll's. Dann sehen wir uns beim nächsten, bei der nächsten Aufnahme, wo ich da weiter Arenas spiele. Ja, die werde ich auch direkt weiter aufnehmen. Also bis gleich.